Moin. Tag 5, ne? Ziehen wir den Anreisetag mit? Ja, da waren wir. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Tag 5. Ich kann jetzt das Video vom Tag 4 erst jetzt beenden, weil wir gestern vom Angeln gekommen sind. Dafür überschlugen Sie die Ereignisse. Es überschlugen sich die Ereignisse hier. Wir hier am Platze. Was ist denn das? Ach, Frohlich. Da hat einer hingekühlt. Lassen die Hunde von alleine, also ne, die haben ja hier ihren Flock und wollten dann die Angelsachen verräumen und so. Plötzlich ist Odin weg. Und wir können ja hier nicht so über den Platz schreien und dann immer Odin, Odin. Die Leute müssen gedacht haben, wir haben einen an der Pfanne. Obwohl an Lautstärke war so eine Prosecco-Lärche hier nebenan, die war nicht zu toppen, egal. Odin war weg. Und wie wir am See da geangelt hatten, da ist er ins Wasser und da ist ja so Grünzeug. Und da hatte er echt Mühe rauszukommen. Jetzt stellt euch mal vor, es ist dunkel und der ist ja Richtung Wasser wohl gelaufen und gluckert dann da ab. Dann war das mal Odin. Jedenfalls beende ich hier jetzt den Teil, dass ich das Video zusammengeschustert kriege hier und film dann wieder. Tag 5. Genau. Also war das eben gerade Tag 4. Bis später. Gruß, Kuss und Spring hat jetzt raus, was wir wollen. Und wenn der jetzt hier so Fische springen sieht, dann will der dahin und will den fangen. Das ist voll niedlich. Da waren richtig die Hautschüppchen alle ab. Den Angelhocker hier ins Wasser gestellt und drehe hier so meine Füße. Das kitzelt so schön. In der Türkei muss man dafür viel Geld bezahlen oder bei der Kosmetikerin. Knabbert man schön. Ach, das kitzelt. Kitzelt das? Ja. Da waren an Svennys Bein. Da sind die alle Beine. Da sind ja zwei gesprungen, weißt Ja. du? Auf der anderen Seite sind die Oettinger Leichen. Der eine, der jammert, der hat schon kein Bier mehr. Auch noch Plätze.
Mach hin. Wohl Harald Blauzahn begraben. Kannst du ihn auch mal trinken? Einen Baum lassen machen. Hier Baum. So, runter. Ha? Oh, Odin. Die wollen los. Die wollen gleich los. Und du drei. Was ist das jetzt hier? Das ist der große. Ach, hier sind auch so die Plätze. Springen die hier auch so? Ich habe noch nichts gesehen. Warum angeln die alle vom Steg? Weil die nicht weiter drin im Wasser sind. Willst du jetzt einmal um den See gehen? Nee, ich bin hier vorne gleich fest. Nein. Anni, da geht das lang zu Hütter. Ja. Mach doch einfach zwei. Mein Herz an. Angeln erlaubt bis 11 Jahre, aber kein Blinker. Ja, hier sind viel klein. Die leider dürfte noch bis 11. Ja, da hinten sind die Hütten, die man auch wochenweise mieten kann. Und echt moderate Preise. Finde ich. Für einen Urlaub, weißt du? Ja. Eine Woche finde ich schon fast knapp. Und dann kann man wahlweise für 2, 4, 6 Personen. Und es ist auch immer eine Tiefkühltruhe dabei. Ist echt groß hier, ne? Ja. Wenn ich alt. Viele Söhne. Bambussee. Ach, wir sind am Bambussee. Ja. Oh ja, niedlich. Oh, da schwimmt ein ganz großer drin. Im Kindersee. Ein großer Fisch. Eben gerade ist gesprungen. Wie viele Wohnmobile? Sind dein Wasser abgelassen. Ach so. Sind jetzt Wasser abgelassen? Ah. Und Frischwasser, ne? Ja. Die Hände waschen. Ah ja. Okay. Hier ist Mülle. Am meisten natürlich Bierdosen. Ja, und hier ist das gleiche wohl nochmal für Herren. Ja, hier sind nur Herren, hier sind Waschen. Ja. So, dann gehen wir mal weiter. Hier ist für Family. Hier um die Ecke ist Dusche
für Behinderten. Hier gegenüber ist Darm, Toiletten, Wickelraum. Hier ist auch für Darm. Das war alles für Darm, ne? Ja. Also. Ah, hier. Münzeinwurf und hier ist dann die Dusche. Okay. Das sind die Duschen. Ja. Oh, wie bin ich mir erschrocken. Raum für Waschmaschine und Trockner. Ich guck mal, ob da jemand um die Ecke ist. Hier um die Ecke ist. Wickelraum. Ups. Hier Abwasch kochen. Nicht ausnehmen, keine Hunde. Hier wurde eben gekocht. Kaffeemaschine. Herz. Oh, das riecht hier so lecker. Da ist ein Pott, da ist wohl noch Suppe. Hier ist Abwasch. Da kommt eine Abwäscherin. Oh, ich bin im Weg. Okay. Sven holt den Lütten raus. Odin wieder hin. Und da springt die dicke Forelle. Odin kann es nicht fassen. Zeig mal deinen Fang. Daneben springt die dicke Forelle. Vorhin 50 cm von der Pose war da einer gesprungen und eben ist einer direkt an die Pose ran, großer. Jetzt hat er einen Biss. Bin ich der Meinung. Die spielen damit. Wieder, die springen hier alle im Minutentakt. Papa hatte eben Biss wohl abgefressen. Zwei Rotaugen hatten wir gefangen, aber hier springen echt mega Hoshi an Forellen. Gestern Abend hat ein Mann und eine Frau hier zwei Stück zum Abendbrot sich rausgeholt. Und genial, wir haben hier den See, also hier gibt es drei Seen und hier an dem, wo wir hier sind, ist keiner und überall sind so eine Bänke, Papa hat wieder ausgeworfen, mit so Ascheimer und dann hat man hier so einen kleinen Strandplatz, da ist Odin, unter mir ist Muffin, die buddelt. Mal gucken, ich versuche mal so einen Platscher zu fotografieren. Plopp. So, ich lasse aber meine weißen Schultern ein bisschen besonnen. Die sehen die Trägerspuren, wenn dann mit Sonnenbrand übertüncht. Ui.
Hier ist am wenigsten Kraut vorne an. So, Freunde der illustren Unterhaltung, genug gesponnen, jetzt geht's ans Eingemachte. Hier, ich habe gesagt, ob Sven mir eine Überraschung mitbringt, vom Brötchen holen. Und ich habe einen Kaugummi-Automaten bekommen fürs aufgeregte Kauen beim Fischen. Weil schreien und so ist ja nicht, ne? Dann sitzt man da. Und bitte guckt euch diese tolle Cap an. Wünscht uns Petri. Heil sagt man noch nicht mehr. Nur noch Petri. Und dann. Sven hat vorbereitet ein Thermoskanne Kaffee, Getränke, belegte Brötchen, Zigaretten, Aschenbecher, und dann geht's ans Eingemachte. Fische, wir kommen. Spinnen tue ich nachher weiter. Ja, hinten guckt mein Zopf raus. Nochmal Petri. Er zieht von dannen. Tschö mit Ö. Und werde ich mir das Treiben mal angucken. Die haben sich schon vom Strom abgestöpselt. Finde ich da. Odin ist hier. Mein Kaffee ist da. Und ich habe mir jetzt eben gerade mal mein Spinnzeug geholt. Ich habe gestern Abend noch ein bisschen gesponnen. Da hinten geht der Sven, der geht jetzt zur Rezeption. Wir haben gesagt, wir bleiben noch eine Nacht. Und da, gestern sagte sie, es gibt ja auch Brötchen. Böse Augen. Es ist mir egal, ob da eine Unterbüchse von mir hängt oder nicht. Die soll ja kein anderer tragen. Die soll nur trocken werden. Ja. Genau, da hänge ich, kann ich die schöne anhängen. Hauptsache, das flatscht nicht ab und du kriegst es. Kriegt einer noch einen Haken denn ins Auge? Dann bist du nachher der Einäugige. So nämlich. Ja, da ist der Hundezwinger. Bitte? Ja. Moin, am Tag 4. Wir sind hier. Ja. Mein Haar sieht aus wie Afridelle. Kommt aber durch Zopftragen und es ist auch egal eigentlich. Okay, irgendwie müssen wir das Video füllen. Ja, ich bin heute Morgen um... Wann war ich aufgestanden? 4:30, ne? Um 4:30 voller Euphorie bin ich aufgestanden. Hab Wasserkessel aufgestellt, ein paar Unterbüchsen, Socken, T-Shirt und so eingeweicht. Das ruffel ich gleich noch und spül das. Dann hat Sven mir einen Kaffee gekocht. Sven war nochmal auf Klo, ist dann wieder oben in die Koje gekrabbelt
ich habe mich dann so frisch gemacht, angezogen, habe festgestellt, wir haben keine Zahnpasta. Da habe ich dann keine Zahnpasta. Habe ich dann so gebürstet. Da war noch ein bisschen Geschmack in den Borsten, dass man so ein bisschen frische Gefühl hat. Mundspülung haben wir ja. Ja, dann hatte ich den Kaffee getrunken. Dann habe ich mir noch ein Dreien eingemacht. Sven hat dann geschnorchelt, ich wieder Vorhang vor. Es waren heute Morgen, ich glaube, 6 Grad hatten wir. Heute Morgen ganz früh, ich glaube, da waren das 6 oder 7. Na, jedenfalls hatte Sven unsere Heizung so eingestellt, dass sie bei 19 Grad dann immer, ne, konstant wärmt. Also dieses, ne? Ja. Und dann bin ich wieder nach oben gekrabbelt, wie ich war. Ich habe nicht richtig geschlafen, weil wenn ich auf dem Rücken liege, ist das, als wenn ich vergesse zu atmen. Kennt das jemand? Apnoe, Schlafapnoe auf dem Rücken, ganz schlimm. Und wenn du gerade am Eindösen bist, dann atmest du irgendwie nicht mehr. Du holst keine Luft mehr. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach, Sven ruschelt da jetzt unten rum. Steh man mal auf. Ich habe gedacht, das ist schon 10 oder, ne? Aber es ist noch ganz früh. Sven hatte schon eine große Runde hier um die Teiche gezogen mit der Hunde. Und immer diese Reime. Sven zog eine große Runde mit die Hunde. Ja, hier habe ich nochmal so ein, hat er irgendwie knackt der Becher? Nee. Einen dampfenden 3 in 1. Übrigens überall sehr schwer zu bekommen. 2 in 1 kriegst du, aber 3 in 1, das ist, ich glaube, ein beliebtes Prepper, ein beliebter Prepper-Artikel. So für schlechte Zeiten. Und er ist auch heiß. Ja. Sven trinkt ja morgens immer Espresso. Aber wenn ich das an Espresso trinken würde, was ich an Kaffee und 3 in 1, dann hätte ich wahrscheinlich einen Blutdruck von 500 zu 200. Hinter uns, Moment, ich drehe mal ein bisschen. Da ist ein älteres Ehepaar. Die haben auch einen Hund. Und der Platz ist wirklich toll hier. Da kommt der Mann mit der Wäsche lang. Das ist ein Campingplatz, ne? Was? Ein Campingplatz halt. Aber es ist schön hier. Oh. Es gibt schlimmere Campingplätze. Ich erwähne das, weil der ist es wert, dass man hier trotzdem nochmal wieder herkommt. Hier. Da gibt es Plätze, da würde ich sagen, meh. Never. Sven schraubt gerade den Hundezwinger an.